Der Westen des Kantons Luzern. Unverfälschtes, fruchtbares Land. Und eine Gegend, in der es unerwartete Schönheiten zu entdecken gibt, wie etwa den Turtensee südlich von Menzlau. Hier auf halbem Weg zwischen Wolhusen und Willisau, bestens angebunden an den öffentlichen Verkehr mit direkten Anschlüssen nach Luzern und Bern und kurzen Wegen zu den Autobahnen, hier liegt Menznau. Rund 3000 Menschen haben ihren Lebensmittelpunkt in Menznau. Die Jüngsten von ihnen können die Schulen im Dorf besuchen, von der Spielgruppe bis zur dritten Oberstufe. Menznau bietet attraktive, naturnahe Wohnlagen und verfolgt ein moderates Wachstum. Der Steuersatz liegt im kantonalen Mittel. Im Dorfzentrum finden sich verschiedene Läden für den täglichen Bedarf und rund 70 Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe. Sie schaffen Arbeitsplätze für 1500 Personen und bilden Lernende in 30 Berufen aus. Der größte Arbeitgeber weit über die Gemeindegrenzen hinaus ist die Firma Swiss Chrono AG. Das international tätige Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und stellt Baustoffe auf Holzbasis her. Für ein reiches Angebot an Freizeitaktivitäten sorgen fast 60 Vereine, unter anderem die Feldmusik Menznau. Musikerinnen und Musiker, im Durchschnitt rund 30 Jahre jung, führen die Tradition des 175-jährigen Vereins weiter. Mit 30 Quadratkilometern Fläche ist Menznau eine der größeren Gemeinden im Kanton Luzern. Rund die Hälfte des Landes wird von Bauern bewirtschaftet. 120 Betriebe sind es, die über das ganze Gemeindegebiet verteilt sind. Ein Drittel der Fläche wird von Wald bedeckt. Doch Menznau, das ist nicht nur ein Dorf, sondern deren drei, die Teil der politischen Gemeinde sind. Dazu gehört Geis, mit eigener Primarschule und einer preisgekrönten Käserei. Im Zentrum von Geis befinden sich die Pfarrkirche und das Wirtshaus, dort wo man einkehrt und sich trifft, um das Leben zu feiern. Teil von Menznau ist auch der Menzberg, per Postauto in 15 Minuten erreichbar und regelmäßig mit dem Tal verbunden.
auf rund 1000 Metern Höhe gelegen, war der Menzberg einst ein florierender Molken- und Luftkurort. Schülerinnen und Schüler der Primarstufe haben auch hier ihr eigenes Schulhaus. Und Ausflügler, Wanderer und Sportler finden auf dem Menzberg ein ideales Naherholungsgebiet mit Landgasthof und Hotel. Ein beliebter Ort auch für Hochzeiten, Familienanlässe und Seminare. Im Herbst und Winter häufig über der Nebelgrenze gelegen.